Ja, hallo. Ich melde mich heute mal wieder mit einem neuen Video aus der Elektrowerkstatt, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, damit man das gleich gut sehen kann. Es geht heute um Verzinnen und Weichlöten, und zwar hier und heute im Teil 1. Der Teil 2 wird sich später mit dem Bestücken und Löten von Platinen beschäftigen. Und ja, heute geht es erstmal los mit dem Verzinnen. Dazu habe ich hier die Lötstation aufgebaut. Ihr kennt vielleicht den Unterschied: ein normaler Lötkolben, den man in Steckdose packt, den man ja schon für 5 Euro irgendwo kaufen kann. Der heizt sich an irgendeiner bis zu irgendeiner Stelle auf, wird dann beim Löten natürlich, indem er Temperatur abgibt, wieder etwas kühler. Und somit haben wir da immer Temperaturschwankungen drin. Hier haben wir eine Lötstation, die preislich etwa bei 150 Euro liegt. Und diese Lötstation, da kann ich hier an dem Drehknopf die Temperatur einstellen von 150 bis 450 Grad. Wir arbeiten hier mit Lötzinn, was einen Schmelzpunkt von 183 Grad hat. Also müssen wir auf jeden Fall irgendwie das Material auf gut 200 bis 250 Grad erhitzen. Eingestellt habe ich es jetzt mal hier auf 350 Grad, weil es hier um etwas dickeren Draht geht heute. Da müssen wir schon etwas mehr Hitze reinbringen als bei so ganz kleinen Sachen. Ja, beim Löten haben wir zunächst mal mit einer Lötstation zu tun. Das Ding hier wird natürlich heiß. Da wollen wir uns möglichst nicht die Finger dran verbrennen. Und wir haben mit einer weiteren Gefahr zu tun, nämlich dem Lötzinn, was verschiedene Gifte enthält. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall, dürfen wir erstmal den aufsteigenden Qualm nicht einatmen. Und ja, wenn wir das angefasst haben, müssen wir uns auf jeden Fall hinterher die Hände waschen, bevor wir ein Butterbrot essen oder eine Zigarette rauchen. Gut, zusätzlich müssen wir uns einmal hier die Betriebsanweisung Löten durchlesen. Die hängt hier in der Werkstatt aus. Werde ich auch verteilen noch. Und da steht eben alles drin über Gefahr für Mensch und Umwelt, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrfall, Erste Hilfe und sachgerechte Entsorgung. Okay. Ja, ich habe, es soll heute darum gehen, aus Draht mit aus einer 1,5 Quadratmillimeter Nymleitung wollen wir heute einen Würfel zusammenlöten. Wir haben hier uns für die Kantenlänge 4,5 cm entschieden. Und ja, alles, was wir löten, müssen wir in diesem Fall zunächst mal verzinnen, also die Enden zumindest verzinnen. Sonst klappt das also überhaupt nicht. Verzinnen ist eben, dass ich Lötzinn mit dem Kupfer hier wirklich zu einer Verbindung zusammenbringe. Dazu habe ich mir hier so ein Klötzchen hingelegt und werde das mal mit diesem Anschlagwinkel hier beschweren, dass mir die Sachen hier nicht wegrutschen. Das ist also etwas, was beim Löten sehr wichtig ist, dass die Dinge, die ich zusammenlöten will, auch eine gewisse Position haben und in dieser Position bleiben. Noch wichtig ist, wir haben hier unten so ein Schwämmchen unter dem Lötkolben. Das müssen wir etwas anfeuchten. Das heißt, wir halten das da unter den Wasserkran und drücken den Schwamm dann einmal richtig aus, also laufen nicht hier mit so einem tropfenden Ding durch die Gegend, sondern drücken den einmal aus und legen uns den dann parat, und das sollte dann auch für die nächsten 2 Stunden reichen. An diesem Schwämmchen kann ich die Lötspitze jeweils sauber machen. Wichtig beim Löten ist immer Sauberkeit. Ja, ich wollte hier einmal die Lötspitze zeigen. Also schmutzige Sachen löten geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Das verbindet sich nicht. Der Unterschied zwischen Löten und Schweißen sind ja beides Verbindungstechniken.
Das ist, dass ich beim Schweißen eben auch das Material, wie hier in diesem Fall Kupfer oder es könnte dann beim Schweißen auch Stahl sein, beim Schweißen wird dieses Basismaterial eben auch verändert. Beim Weichlöten ist das eben nicht so, sondern da wird nur mit einem zweiten Material, eben Lötzinn, eine Verbindung hergestellt. So, wie gesagt, dazu muss ich jetzt erstmal hier die Enden verzinnen. Dazu mache ich hier das Ganze mit dem Lötkolben heiß. Und wenn ich das richtig gemacht habe, muss in jedem Fall nicht nur auf dem Lötkolben, sondern auch auf dem Kupferdraht das Lötzinn schmilzen. Dann geht das eine richtige Verbindung ein. Weil ich mir das hier so schön nebeneinander gelegt habe, da kann ich das auch hier eins nach dem anderen schnell weg. Schon richtig. So ist er auch heiß geworden. Das Ganze machen wir natürlich auch nicht einfach auf dem Tisch, sondern dafür haben wir die extra mal gemacht, so eine Lötunterlage, die ich da verwende. Und somit habe ich jetzt hier zunächst mal die Enden verzinnt. Die andere Seite hatte ich gerade schon vorbereitet. Oh, manchmal klebt das alles so ein bisschen, aber das ist schon soweit okay. So, ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, dass man das ganz gut sehen kann. Ich drehe es mal so ein bisschen. Ja, da seht ihr das mit den verzinnten Enden. So, ich habe mir hier mit einem Anschlagwinkel so einen Winkel aufgezeichnet mit einem Filzstift auf dem Brett, dass ich hier das Ganze im rechten Winkel dann auch zusammenlöten kann. Wenn ich das machen will, dann muss ich das Ganze auch wieder mit einem Gewicht fixieren, sonst klappt das nicht. Dann nehme ich wieder hier meinen Anschlagwinkel, bringe das Ganze da zusammen. Übrigens, der Rechtshänder hält immer den Lötkolben in der rechten Hand, der Linkshänder natürlich umgekehrt. Das muss man auch immer sagen, sonst machen viele das anders. Gut, ich mache jetzt hier die Stelle heiß. Zinn habe ich ja eigentlich schon dran. Ich gebe noch mal ein bisschen dazu. So, ich musste jetzt wieder erreichen, dass mein Lötzinn auf beiden Drähten auch schmilzt. Sonst habe ich das nicht heiß genug gemacht und so kann es jetzt wieder abkühlen und wird dann wirklich fest. So, fixiert hatte ich das. Ich weiß ja, wenn man das so sieht, denkt ja. Auszubildende denken dann oft, die das noch nie gemacht haben, Mensch, wenn man da einmal dran geht, dann kann man das doch gleichzeitig verzinnen und zusammenlöten. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr könnt mir glauben, dass das nicht klappt. Viele von euch werden es mir nicht glauben, die werden es ausprobieren und werden dann merken, dass es nicht klappt. Ja, ich habe das damals auch nicht geglaubt und musste dann irgendwann merken, dass die Lötstellen nichts werden. Okay, so nehmen wir die nächste. Den legen wir wieder da dran. Weg, richte das hier einmal richtig aus.
So, wir haben beide Drähte heiß genug gemacht. Jetzt kann das wieder abkühlen. Bisschen pusten. Und dann packen wir mal die vierte Seite dazwischen. Der Würfel hat ja insgesamt 12. Und wieder so, dass der eine Draht heiß genug ist, dann prüfe ich noch mal den anderen. Der ist auch heiß genug und kann dann den Lötkolben wegnehmen und das Ganze abkühlen lassen. So, jetzt muss ich hier noch die Lücke einmal schließen. Dazu werde ich das vielleicht noch mal so ein bisschen ausrichten. So, das ist nun mein Quadrat hier. Das zeige ich noch mal in die Kamera rein. Ja, testen kann man das immer ganz gut, wenn man das Ganze so ein bisschen zieht, dann darf das alles nicht auseinandergehen. So, um den Würfel jetzt weiter zu bauen, muss ich mir das wieder so, hier zurechtfummeln. Dazu stelle ich das hier mal so auf, lege den nächsten Draht da dran, den ich dann auch wieder beschweren muss. Und ganz wichtig, dieses Beschweren, das macht man natürlich niemals mit den Plastikgriffen von der Zange. So ein Plastikgriff, der würde durch den heißen Draht nämlich schmilzen. Okay, so, Lötkolben sauber. Hier gehen wir dran. So, alle Drähte heiß genug. Kolben weg. So, jetzt drehe ich mal hier etwas die Kamera. So könnt ihr mich, glaube ich, etwas besser sehen. Ja, hier haben wir jetzt den angefangenen Würfel. Man sieht auch hier ganz gut in den Ecken, ist das schön verlaufen. Ja, der Lötzinn muss immer letztlich hierhin so weglaufen. Ja, ich zeige es mal so. Also muss so möglichst weggelaufen sein auf dem Draht. Dann habe ich eine ordentliche Stelle. Ich kann hier dran ziehen. Da unsere Filme ja immer ungeschnitten sind, könnt ihr auch sicher sein, dass hier nichts auseinanderbricht, sonst wäre ich jetzt aufgefallen. Ja, und wie es in der Kochshow immer so schön heißt, ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe nämlich vorhin schon mal einen Würfel gelötet. Ja, es wird immer ein Draht mehr. Zunächst mal die Fläche, wie ich es gerade gemacht habe. Dann werden die vier stehenden Drähte angelötet. Immer schön befestigt mit zwei Winkeln oder zwei Gewichten, dass da nichts wegrutschen kann. Alles vorher verzinnt. Wichtig ist, vorher darauf zu achten, dass man natürlich immer die gleiche Kantenlänge hat, dass die Drähte schön gerade sind und nicht irgendwie krumm gebogen. Und dann
kann da auch durchaus so ein schöner Würfel draus werden. Es wird den einen oder anderen geben, der damit sehr schnell fertig ist. Dann kann man aus so einem Würfel natürlich viel Schönes machen. Zum Beispiel ein Spitzdach drauf. Und wer dann immer noch Lust hat, weiterzumachen, kann dann daraus vielleicht sowas wie eine Kirche bauen. Von mir aus auch eine Moschee. Da gibt es so viele Sachen mit einem Spitzdach, mit einem Türmchen, mit einem Kuppeldach. Da gibt es tausend Möglichkeiten, sowas an sowas weiterzuarbeiten. Naja, und häufig wird mir ja die Frage gestellt, wenn ich dann für sowas irgendwie die Note 2 gebe, Herr Haferkamp, was muss ich denn machen, um eine 1 zu kriegen? Und das möchte ich euch auch zeigen. Ja, dafür ist zum Beispiel ja dieses Objekt sehr gut gelungen, wo der Schüler damals auch eine 1 für gekriegt hat. Und naja, lasst euch nicht entmutigen, aber ich möchte nur einmal zeigen, dass alles auch noch irgendwie steigerungsfähig ist. Okay, im zweiten Teil, wie schon angekündigt, werden wir uns damit beschäftigen, eine Platine zu bestücken und zu löten. Hier jetzt heute erstmal diese Übung. Und ja, bei dieser Übung wünsche ich euch viel Erfolg und ich drücke die Daumen, dass das Ganze nicht hinterher einfach so auseinanderfällt. Übrigens, wenn mal eine Stelle nicht so optimal gelungen ist, wenn der Würfel erstmal fertig ist, dann kann man die Ecken auch nochmal schön nacharbeiten. Aber wirklich nur in der Form, indem man alle drei Drähte auch heiß genug werden lässt, um dass das Ganze verläuft. Wenn da jemand sitzt, den Lötkolben in der Hand hat und anfängt, da irgendwas rumzuformen, mit einem Lötkolben kann man nichts formen. Das ist immer falsch, wenn man das versucht. Ja, dann wünsche ich euch jetzt beim Üben viel Spaß und Erfolg.